Und willkommen zurück zu euer Lokführer Keksgamer bei Trims im World. Ja, heute fahren wir jetzt die nächste Route. Hier in. Also wo sind wir hier eigentlich immer? Warte. In Gräs Westen. Was steckt die Erfahrung? Bla bla. Gräs West. Was? Irgendwie so? Wo ist das? Achso, in London Padding. In London. Großteil in London spielt das ab. Okay, wir hatten ja noch hier bei den Missionen noch zwei andere Züge. Hier waren ja drei Züge bei entlang der Strecke. Jetzt nehmen wir eine andere davon und starten das auch sofort. Vielleicht fahren wir länger jetzt oder kürzer. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche Ihnen euch natürlich wieder viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, letztes Mal, wo ich so Durchsagen gemacht habe. Ich werde es vielleicht heute auch wieder machen. Mal schauen, so wie mir Spaß macht. Mir persönlich macht das schon Spaß, so diese Durchsagen. Aber okay. Heute mal wieder arbeiten als Lokführer. Ich hoffe, meine Stimme bleibt da. Willkommen in London Paddington. Es stehen drei Züge bereit, die Sie übernehmen können. Sie haben jeweils zunehmend längere Strecken zurückzulegen. Für welchen Zug entscheiden Sie sich? Bahnsteig 10 ist der 60 Minuten, dann fahren wir eine Stunde, boah, oder 30 Minuten. Wir fahren den bei 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. In 2 Minuten fährt er ab. Wir sollen uns mal ein bisschen beeilen. Es ist schon ein etwas längerer Zug, den wir heute fahren werden. Ui, wir müssen aber weit laufen. Ist schon alles abgesperrt. Ui, der ist aber sehr lang. So, warte mal, Lichtschalter war doch irgendwo hier. Ne, der war auf der Seite. Nein. Licht an. Tür zu. Guten Tag, ich übernehme den Zug. Bitte steigen Sie ab und tschüss. Dieser Okay. Schnellzug fährt nach Reading und hält nur an wichtigen Bahnhöfen. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Sie werden gleich losfahren müssen. Genau, setzen wir den Zug schon mal in Bereitschaft. Vorwärts. Stellen Sie den Spitzengang auf Tag mal wieder. Kernlicht, Nacht. Tag. Und Freigabe der Türen. So, machen wir das mal kurz auf an, dass wir aufstehen dürfen. Alles andere bleibt so, gehe ich mal von aus. Ich habe den Zug hier immer noch nicht so ganz verstanden, wie das hier funktioniert. Deathmesser, dann. Okay, so geht's an. Lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Liebe Fahrgäste, bitte steigen Sie ein in den Keksgamer-Zug. Wir fahren ihn kürzer ab. Bitte steigen Sie ein. Hier wird man nicht gestört von den Fahrgästen.
fahren aber sehr langen Zug, finde ich. Okay. Könnte da nur spaßig werden. Ich treffe diese Tür nie. Genau, einmal die Tür schließen. Und dann fahren wir mal los. Liebe Fahrgäste, ich wünsche Ihnen eine angenehme Zufahrt in den Class 166. Das war da Class 166, oder? Puh, warte mal. Steht das hier irgendwo? Nein, hier steht es nicht so. Schon blöd. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Zufahrt. Wir sind ja schon mal mit dem Zug gefahren. Ich gucke jetzt kurz mal nach. Ja, ich gehe mal von aus, dass es die Class 166 ist. Okay, dann sagen wir mal so, willkommen an Bord an der Class 166. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Zugfahrt und bitte kaufen Sie sich ein gültiges Ticket und versuchen Sie es nicht schwarz zu fahren. Das sehen wir nicht so gerne und es wird auch, würde auch sehr teuer werden. Wo wird denn unser nächster Halt sein? Liebe Fahrgäste, wenn ich den nächsten Halt weiß... Oh, ich habe eine Durchsage bekommen. Ich weiß, was der nächste Halt sein wird. Unser nächster Halt ist Ella Link Broadwegs. Den werden wir pünktlich um 9.53 Uhr erreichen. Bis dahin eine angenehme Zugfahrt. Gucken wir das mal von außen an, weil das ist ja schon ein etwas längerer Zug. Ja. Maximal Speed ist 90 mph. Wir fahren hier aber in km/h. Jetzt ändert sich das bei uns ein bisschen. Mal können wir jetzt das Licht hier ausmachen. Ist ja hell genug drin, oder? Jo. Aber lass mal lieber an, nicht, dass wir gleich dunkel sitzen hier drin. Ich weiß ja nicht, ob es Tunnel und sowas geben wird hier auf der Map. Und deswegen lassen wir das Licht an. Ist besser. Ein Knopf ist zum Anmachen. Verstehe ich nicht.
Und weiß gar nicht, habe ich jetzt dieses Ding hier wieder angemacht oder aus? Ist es. Weiß ich nicht. Bei vielen Sachen frage ich mich wirklich, für was ist. Motorstopp, Motorstart. Der Zug braucht ewig zum Beschleunigen, finde ich. Ach komm, da fahren wir durch den Bahnhof sogar. Hier sind wir letztes Mal, glaube ich, angehalten sogar. Das ist cool, dass wir auch durch Bahnhöfe jetzt einfach durchfahren. No smoking. Ja, in den Zug wird nicht geraucht. Wir als Lokführer rauchen ja auch nicht und ich persönlich rauche auch nicht. Finde ich nicht so gesund. Und muss ja auch nicht gemacht werden. Wenn das Spiel doch irgendwann mal in Multiplayer-Modus geben wird, dann bin ich gespannt, wie das ablaufen wird. Oh scheiße, ich habe die Notbremse reingemacht. Muss ein bisschen vorsichtiger mit der Bremse sein. Ah doch, der bremst richtig. Gut. Vorsichtig am Bahnsteig, der Zug, der Glas 1666. Der Glas 1666, der fährt ein. Vorsichtig am Bahnsteig. Der hat nur eine Bremse, oder? Ja. Boah, der kommt aber gut zum Halte. Ausstieg wäre in Fahrtrichtung links. Bitte steigen Sie aus und steigen Sie natürlich wieder ein. Das ist dann natürlich auf eure Entscheidung. Man hört eine Glocke hier. Ist das cool? Boah, ist unser Zug lang. Wir halten ja nur an wichtige Bahnhöfe an. Schade, dass man hier nicht durchgehen kann. Wir waren letztes Mal auf einer anderen Seite Bahnsteig, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Machen wir schon mal startbereit. Freigabe, Türfreigabe, also zuschließen. Warten Sie. Wir waren sehr pünktlich, deswegen brauchen wir noch ein paar Minuten warten. Derzeit können wir natürlich mal mit der frei bewegliche Kamera und den Zug mal angucken. Also es ist auch nur ein Zug. Wir haben einen Vorderteil und einen Hinterteil. Und ich habe ehrlich gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie so zwei Züge nebeneinander haben. Wir sind sehr gut im Bahnhof reingekommen. Ah, nee, guck mal, was ich hier sehe. Sind doch zweiteilig. Doch, die Bahnhöfe sind hier schon etwas größer als... Ja. Okay, fahren wir mal los. Alter Zug.
Vorsichtig am Bahnsteig, der Glas 66 fett ab. Vorsichtig am Bahnsteig. Ich hoffe ganz ehrlich, ich spreche den richtig aus. Der heißt doch Glas 116. Ja, das ist mir klar, dass ich selbstständig an- und ausmache. Mach ich doch jetzt schon. Auf und zu. Aber Dankeschön, Spiel, dass du es mir sagst. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, das ist die Glas 166, die wir jetzt gerade fahren. Sicher, sicher. Wir fahren aber lange jetzt, mal so 7 Kilometer fahren wir, das ist schon viel. Es wird ein Zweiteiler, kann ich euch jetzt schon sagen, es wird ein Zweiteiler Video. Zwei oder drei Teile, aber glaubt mir zwei. Vorsicht am Bahnsteig, Zug fährt durch. Ah ne, das ist überhaupt kein Bahnsteig. Ups, der ist dort. Upsi. Wir haben grünes, gelbes Signal vor uns. Was ist denn jetzt los? Weiß gar nicht, ob das nächste rot sein wird. Ah ne, gelb. Alles gut, grün, grün, grün. Wir werden jetzt Großteil der Map mal sehen. Was die Strecke mal. Aber ich finde die Strecke, die Map von New York besser. Die ist ja richtig schön groß. Ja? Ach, erst ein 3,8 Kilometer. Ich muss auf 80 bremsen. Oh, guck mal, das ist ja cool. Die Aussicht. Richtig cool. Da bekommen wir gleich ein grünes Signal. Ist immer noch gelb. Und mein Vogel meint, er soll quietschen. Tut mir leid. Liebe Fahrgäste, der unser nächster Halt wird Helvons, Helvlingtorn. Um 10.02 Uhr werden wir den Bahnhof erreichen. Bis dahin noch eine angenehme Zugfahrt in den Glas 166. Euer Lokführer Keksgamer. Jetzt können wir mal langsam mal in den Eisen gehen. Unser nächstes Signal ist ein rotes Signal. Oha! Unser erster rotes Signal. Wir müssen ein bisschen langsamer fahren.
Okay, Signal hat sich auf gelb geschaltet, wir dürfen weiterfahren. Also unsere Signale sind auf der Seite, nicht auf der Seite. Ich habe immer gedacht, hey, auf welcher Seite ist denn unser Signal? Der nächste sagen ich schon in 1 Kilometer schon wieder. Was ist denn jetzt los? Genau am Bahnhof müsste das rote Signal sein. Und ich habe gedacht, wir müssen mal anhalten. Oh ne, doch nicht. Werden wir noch pünktlich kommen? Ich gehe mal von aus, ja. Schon riesig, die Schienen hier. Viel Schienenverkehr hier. Hier auf der Strecke gibt es ja auch einen Güterverkehr. Auf den bin ich gespannt. Ja. Mal gucken, vielleicht machen wir den als nächstes Mal. Mal gucken. Weil mit den deutschen Strecken haben wir ja soweit ja abgeschlossen, die Mission. Natürlich werden wir davon auch noch ein paar fahren wieder. Den Fahrplanmodus. Weil er hat ja Spaß gemacht. Es ist auf gelb entschieden. Die Signale hier wissen nicht so genau, was sie wollen. Mal sind Fahrgäste da, mal sind keine da, die ein- und aussteigen, oder? Was heißt, bedeutet dieses D eigentlich? Oh, cool, dass hier so eine Leiter alles ist. Nee, hier kommt man nicht hoch. Weil wir überpünktlich wieder sind, müssen sogar so ein paar. Müssen wir, glaube ich, so ein paar Sekunden warten. Genau. Oh, mal cool, hier drin zu sitzen. Er sitzt immer am Außensitz, oder? Da siehst du. Sehen ihr das? Ich sitze gerne mal am Fenster. Was will der denn? Der will aber einen uns den Zug klauen. Liebe Fahrgäste, steigen Sie noch bitte noch schnell ein und aus. Der Zug fährt in Kürze ab. Die Türen schließen sich jetzt. Vorsicht am Bahnsteig, der Zug fährt ab. Nächstes Signal ist schon wieder gelb. Liebe Fahrgäste, ich hoffe, ihr habt eine angenehme Zugfahrt in den Class 166. Unser nächster Halt wird West Drevenstone sein. Bis dahin noch eine angenehme Zugfahrt. Alle Fahrgäste, die in den letzten Bahnhöfe eingestiegen sind, bitte kaufen Sie sich ein Ticket. Und ja, stempeln Sie den auch noch ab. Wäre noch sehr super.
alles weitere eine angenehme Zugfahrt. Kann ein gelbes Signal schnell auf Rot schalten? Nee, oder? Das sind ja nur Vorwarnungen sein, dass es rein könnte, dass das nächste Signal rot sein könnte. Ja, der Zug hat eine sehr gute Bremse. Das heißt, hier kann man wirklich auch im letzten Moment noch richtig in Eisen gehen. Das nenne ich eine Punktlandung. So, und die nächsten Fahrten werdet ihr natürlich in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, euer Keksgamer. Auf Wiedersehen!